Servusle, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Boucher, mit Nameless und mit euch. Schön, dass ihr da seid. Wir haben März. Es ist zwar noch nicht so warm, dass ich hier alles aufreißen muss, aber ich könnte. Ich könnte. Und einen wunderschönen guten Morgen, Nachbarn. Keiner da? Sehr gut. Folgendermaßen, ich will auf jeden Fall das Beet bauen. Wir müssen allerdings eine schnelle Runde machen. Noch ein paar von den Faserdingern einsammeln. Drüben haben wir Wölfchen. Da drüben haben wir ein Wölfchen. Den könnte ich natürlich gleich mal holen. Dann wäre der schon mal weg. Ich hoffe, der ist der Einzige hier am Platz. So, Diggerle. Krieg ich dich von hier schon geschossen? Nee, war schon recht. Nimm, nimm. Scheiße. Ich muss ja eher in die Falle, weißt du? Dann wäre der schon mal weg. Diesmal habe ich einen Schuss weniger gebraucht. Diesmal habe ich einen Schuss weniger gebraucht. Und unten meine Werte sind auch noch da, Leute. Vielleicht kriege ich ja doch mal ein Level up. So, Handelwurschen, super. Zweimal haben wir sie ja gefüttert, jetzt weiß ich gar nicht. Da sind noch zwei komplett drin. Gehen wir gleich nochmal hinten gucken. Und gleich wieder ein bisschen Sprit nachgefarmt. Wir brauchen auf jeden Fall Fasern. Ich hoffe, dass wir in einer schnellen Runde heute an Fasern kommen. Und dann habe ich eigentlich vor, einen kleinen Ausflug zu machen. Auch schau mal hier. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen im Club der toten Hühner. So, die ist nochmal. Ich überlege, ob ich dieses Jahr die Fallen einfach kaputt gehen lasse und neue baue. Ich glaube, dass es nämlich gar nicht sich so viel nimmt, ne? Ja, meine zwei Süßis. Versorgt sind sie auch noch. Ist doch ein Träumchen. Ist doch ein Träumchen. Gut, jetzt pass auf. Das machen wir rüber. Das essen wir. Der Rest habe ich schon vorgekocht soweit. Bis auf die Leber. Da traue ich mich momentan nicht, alle zu verballern. Dann haben wir Zeit für Ihmchen. Ich könnte es auch noch ein bisschen länger warten lassen, aber ich will jetzt nicht so lange hier auf der Lauer liegen lassen. Dann haben wir das, das. So, dann können wir jetzt eigentlich losgeschwind nach den Fasern gucken gehen, ja? Das mache ich auch noch rüber. Das war die Geschichte. Wie sind meine Werte? Ja, ich könnte noch Tomate, ich könnte noch ein Schlückle Wasser. Sollte ich vielleicht machen, dann ist das auch schon wieder erledigt. Machen wir es mal ganz kurz so. Ich gucke nochmal, haben die Wasser gehabt? Ja, jetzt haben sie auf jeden Fall. Ach, ich liebe das. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dieses Gruscheln nach den Hühnern schauen, nach den Fallen und Beten, das ist der beruhigendste Part am ganzen Spiel. Das macht halt einfach Laune. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. So. Das wäre erledigt. Nach dem Beten schauen wir, wenn wir zurück sind. Hau mal ab. Hauen wir erstmal ab, würde ich sagen. Kurze Runde, einmal um den See rum. Vier Fasern wäre das große, große Ziel. Ne, nicht vier, acht Stück brauche ich insgesamt. Dann machen wir uns das Beet klar. Dann baue ich mir noch eine Trinkflasche. Dann haben wir vier Trinkflaschen. Weißt du, wenn ich dann einmal Beete füllen gehe, dann kriegt jeder einen Schluck Wasser und dann geht's ab. Das war schon mal Nummer 1. Den Wolf habe ich weggemacht. Ja, das kriegen wir doch hin, wenn wir da einmal rumschlappen kurz, oder? Ich weiß auch nicht, wo Subsistence heute für mich die Kisten... Ah, hier. Sabi? Mensch. Nenn mich nicht Sabi, du Sack. Aber schön. Schön, schön. Gar nicht schlecht, Subsistence, muss ich sagen. Muss ich da direkt einmal lassen. Bisschen Holz können wir gleich noch mitnehmen. Ja, Flitz. Wolltest gerade die Falle, gell? So, wenn wir nämlich dann hinten rumschleichen heute. Also ich habe mal vor, wenn es heute irgendwie klappt von der Zeit her, dass wir hier kurz im Fluss hochlaufen. Einmal hier rüber, Pumale geschnappt und dann würde ich gerne hier tauchen gehen. Mal gucken, wie es wird, oder? Gehen wir einfach los gleich. Ich nehme gerade nur so zwei, drei Bäume nehme ich mit und hoffe, dass ich noch genug Fasern eben finde. Fasern. Fasern. Wenn ich die sehe, dann kriege ich die Masern. 30er ist nichts Gefährliches. So. Gerade noch im Augenwinkel erspäht das gute Stück. Wie viel haben wir? Ich muss ja eh Seile machen, dann mache ich das schon mal. Dann mache ich doch schon mal zwei Stück. Also nochmal so viel und dann haben wir es auch schon.
Die Bären sind zurück. Die Bären und die Wölfe. Und der war ziemlich nah, leck mir am Arsch. Den habe ich nicht gesehen. Da freuen wir uns aber, dass ihr wieder da seid. Nicht. Ich hasse es hier in diesem Gestrüpp, da sehe ich nämlich nicht immer viel. So. Ich laufe den Platz hier nochmal ab. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch einen Dietrich. Ja, der steht zu nah, wenn ich da jetzt rumlaufe. Gehen wir lieber da lang. Ich will jetzt auch nicht ewig mich hier aufhalten. Am liebsten würde ich das jetzt kurz finden und dann direkt weiter. Muss jetzt nicht sein. Bringt nur meine ganzen Pläne durcheinander. Wenn wir nicht eh schon gepult haben, den Zipfel. Den Zipfelklatscher. So. Er geht bestimmt fischen, oder? Die kann ich natürlich nicht liegen lassen. Muss mich aber mal in die Richtung schon drehen. Er ist auch nicht der langsamste, ne? Die sind dran, die sind Frühling, das haben wir ja gesagt, ne? Das werden sie sein, die will ich, dass jeder Nachbar einmal uns kennengelernt hat von der anderen Seite. So. Wenn ich jetzt Glück habe und die Dinger immer gleich rechtzeitig sehe, haben wir es doch schon fast. Noch ein Seil, also zwei. Zwei Fasern, die werden wir doch jetzt noch irgendwo hergeschlappt kriegen schon. Das Problem ist halt wirklich, dass ich die manchmal gar nicht sehe. Ich bin ja schon zwischendrin auch beim Looten dann mal ruhiger, weißt du? Häschen. Das habe ich gesehen da oben, das Erz, aber da habe ich jetzt mittlerweile so viel angesammelt, das lasse ich jetzt erstmal stehen. So, noch ein Faserle. Ein Faserle, das Waserle. Natürlich, wenn man nachher auch nochmal welche einsammelt, weil da habe ich momentan echt ein kleines Defizit aufgebaut. So. Dann gehen wir jetzt daheim die Tomatenseeds ziehen und versorgen das neue Beet. Dann haben wir vier Beete. Ziel wird sein, dass wir tatsächlich ein Tomatenbeet nur für die Hühner bereitstellen. Dann ist das Thema vom Tisch, weißt du? Und dann können wir mal gucken, wie wir mit denen hinkommen, mit dem einen Beet bei zwei Hühnern. Ob wir uns ein drittes leisten können irgendwann. Das wäre erledigt. Ja, ihr zwei. War Späßle, war Späßle, war auch nicht so gemeint. Bis es wirklich mal passiert, weißt du? Gut, pass auf. Wir haben noch vier Seile, zehn Bretter, vier Stiftlern. Bämchen. Und es müsste so getimt sein, dass wir hier auch jetzt genug angesammelt haben. Perfekt. Strom ist noch genug drin, Masse darf sich jetzt gemütlich aufbauen, dann schnappen wir uns gleich das Beet, ein bisschen Dünger und Wasser. Frühlingsvorbereitungen, gehört alles dazu. Einmal. Nächste, was ich brauchen werde, ist, da ist erstmal jetzt wurscht. Das ist jetzt hier erstmal wurscht, dann mache ich hier drei und dann mache ich hier drei. Und dann nehmen wir, weißt du was, wir nehmen jetzt gerade mal nur den Dünger raus. Acht Plätze haben wir wieder. Dann mache ich hier 15, 6, 7, 8. Boah, ist egal, ob ich jetzt kein Gemüse mehr habe, das stört mich jetzt wenig. Soweit klar, nehmen wir auch mit und ab nach oben. Heißt doch perfekt, oder? Heute wird es regnen, aber ist egal. Soll's ruhig. Oh, warte mal kurz. Das hat jetzt nicht zugeklappt mit dem Drübersetzen. Ich mache die jetzt erstmal hier dazu. Einmal. Das kann sein, dass ich das jetzt nochmal zwischensetzen muss kurz. Zack. Da unten läuft's.
Wollte ich gerade sagen, da ist jemand mit 600 Leben, aber das war was anderes, dass ich das sah. Da muss ich mal demnächst ran, muss mir mal eine Folge Zeit nehmen, das schön zu setzen. So. Das trinke ich. Den Rest kümmere ich mich später, müsste soweit alles sein. Dann haben wir jetzt zwei komplette Beete mit Tomaten. Hier wächst auch schon wieder Zeugs raus. Perfektomat. Und wir gehen jetzt mal gucken, ob ich da hintere komme heute. Ich sehe ihn nicht. Oh, meine Fischfalle. Da auch schon gemerkt, dass es nicht so meins ist, die Fischfalle. Jetzt habe ich es mal gemerkt. Da wir jetzt noch genug Fleisch haben, würde ich sagen. Machen wir so. Da war ich ja, letztes Jahr war das, gell, wo ich gedacht habe, die ist kaputt. Dabei habe ich die ganze Zeit die verderben lassen drin. So, das räumen wir jetzt gleich weg. Hier werden wir kurz einmal durchlaufen lassen. Das kommt hier dazu. Das kommt hier dazu. Dann sammelt sich das hier langsam wieder an. Das ist okay. Das kommt hier und ihr kommt hier. Und so wie ich jetzt bin, gehe ich. Nehme nur eine Flasche Wasser noch kurz mit. Perfekt. Ja, dieses Halbwändle da, das mache ich jetzt vielleicht hier noch weg. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen. Im Moment. Gestern hat es angefangen zu schneien, als ich weg bin. Und heute macht sowas. Ja, wenn ich das aber hier hinsetze, dann nehme ich ja da Platz. Ach, weißt du was? So. Hey, Nachbar! Wichtig ist es erstmal, dass es da weg ist, wo ich es jetzt weggemacht habe. So, komm, wir gehen aber bei Regenwetter raus, doch uns wurscht. Hütchen reingeholt, Scharbübbel. Ein Wasser mit, Dietrichkiste haben wir auch. Wenn wir eine finden. Level 7, mein Freund, du bist der Große im Stall. So, ihr geht rein, ich weiß schon. Ich mache das absichtlich. Ich sage es ab und zu noch dazu, weil das halt jeder weiß, dass das bei mir so Spielerei ist. Jetzt pass auf, wo muss denn ich hin, wenn ich da hin will? Erstmal zum Fluss und dann den Fluss entlang, ne? Also, was haben wir denn für Ziele? Seile besorgen, alle Kisten looten, wenn ich sie sehe. Und nach Möglichkeit zu diesem kleinen See tauchen gehen. Und eventuell noch ein Puma. Wenn wir den heute nicht schaffen, machen wir den morgen. Dann gehen wir gezielt hoch zu unserer Puma-Stelle, weil wir brauchen nämlich noch ein bisschen Material für diese Schutzweste. Die Werte sind jetzt nicht so der Renner. Ich habe kein Gemüse mehr. Ich habe alles in Seeds verarbeitet. Ist das eine Butte? Nee. Sonst würde ich jetzt mehr rennen, weißt du? Aber ich will ja mal irgendwann diesen Balken da unten voll kriegen. Das wäre ja eins der großen Ziele. Gut, das hat sich schon mal gelohnt. Schubdubidubadu. Ich bin auf dem Weg zum Fluss. Erze lasse ich jetzt mal nur mit einem halben Auge. 30er. Ja, ich weiß nicht, wann es dunkel wird, weil ich schon wieder rumgeschlänzt habe heute Morgen. So ein paar Meter kann man ja mal rennen, oder? Ja, die Beete daheim wachsen ja jetzt dann auch bald raus. Ich habe die letzten ja einmal voll gedüngt. Wenn wir jetzt noch eine Kiste mit einem Apfel finden, ist doch eh schon alles gebongt, oder? Fasern sind wichtig. Was haben wir? Sehr schön. Ich habe jetzt kein Mineralwasser, sonst hätte ich sie dafür aufgespart. So pulver ich jetzt erstmal alles in meine eigenen Werte rein. Wölfle. Noch eins. Ich laufe hier großzügig. Es regnet, es regnet. Jetzt habe ich das Erz schon gesehen. Dann nehme ich es natürlich mit. Digga, dreh ja rum. Habe ich jetzt im Moment eigentlich nicht so den Bedarf, aber ich kann es dann auch nicht stehen lassen einfach, ne?
Vielleicht sollte ich das zukünftig immer dazu sagen, dass ich mit einem halben Auge nur auf irgendwas drauf schaue. Und zwar zu den Sachen, die ich brauche. Jetzt habe ich die Kiste schon gesehen. Ey, alle, das ist Kalium, das lasse ich jetzt weg. Benutze ich sowieso im Moment noch nicht so. Und ich habe auch einen kleinen Vorrat daheim. Da überall ist jetzt was, oder? Die nehme ich auf jeden Fall mit. Übrigens habe ich gesehen, wir haben daheim noch 4 Glasscheiben, nur in einer anderen Kiste, ne? Deswegen braucht man eigentlich gar nicht so viel, dann habe ich einen Haken an meinen Scheiben dran. Das nehme ich natürlich mit. Weil das brauchen wir. Sag mal, und diese Zahnräder, ich habe jetzt mal so ein bisschen grob durchgeschaut, kann das sein, dass man die wirklich nur durch Looten kriegt? Weil da bräuchte ich nämlich eigentlich auch noch ein paar. Ich glaube 3 Stück für so einen Sprengsatz, sauteuer. So. Das hast du vom Umlaufen 1000 Sachen gefunden. Und die Zeit verrinnt dir in den Fingern wie Butter. So. Ich würde sagen, unser erstes Ziel sollte dieser kleine See sein. Das heißt, da müssten wir jetzt dann über den. Das ist sauweit. Das ist schon fast ein Ausflug für eine Zwischenbase wert. Wenn nicht, waren wir wenigstens mal ein bisschen weiter raus, wieder in eine andere Richtung. Gucken wir mal, wie weit wir hinkommen. Müssen wir hier schon auf Pumas achten oder sind die nochmal Meter höher? Da ist noch eine Kiste. Space Building, weil wir wollen ja außenrum noch die Dinger ziehen, ne? Die Foundations als Lauffläche. Ist okay, da wir eh unterwegs sind. Ne, Wasser brauche ich nicht. Den haue ich mal jetzt auch rein. Alles für die Werte. Komm, wir wechseln mal rüber. Das ist ja kein Sandstein hier, oder? Alles klar, weiß ich Bescheid. Haufen Wölfe da schon wieder am rumhüpfen. Manchmal stellenweise gibt es so Phasen, da läufst du geradeaus und hast das Gefühl, das sind nur Wölfe auf der Map. Und dann gibt es diese Phasen, wo du denkst, es sind die Tiere verloren gegangen. Ja, der ist arg weit. Kann sein, dass wir heute dann bei Nacht zurückschlappen. Aber wir haben ja unser super Turbolicht. Ich gehe unterm Stein entlang, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Oh. 2 Stückler. Ich würde gern mit keinem jetzt mich anlegen, es kostet nur Munition. Mit dem Ergebnis, dass ich Dinge bekomme, die ich jetzt erstmal gar nicht brauche. Oh, schön. Ein Kistel. Hey, ich konnte jetzt auch nicht mehr warten, bis dann kompletter Frühling da ist. Ich muss jetzt dann schon mal los, langsam, ne? So, wir gucken nochmal auf die Map. Ja, ich müsste den. Oder ist das ein Fluss? Wow, jetzt weiß ich es nicht mehr. Wenn nicht, gehen wir unten am großen See nochmal kurz eine kleine Tauchtour machen. Wenn ich Pech habe, ist das nämlich ein Fluss. 105er. Und was war da oben? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das kleinere Übel nehme ich dann. 315er ist ein Elch. Gehen wir kurz hier mal durch. Aber hier könnte man eventuell was finden. Das ist eine schöne Fläche. Und wenn ich mir überlege, da hätte man zum Beispiel, da sind wir zwar höher von der Lage her, aber da hättest du dir auch was zaubern können an dem Bächel. Es ist leider kein Tauch-Dings. Schade. Aber der mündet ja unten im großen See irgendwo rein, oder?
Ja, nicht wirklich. Geht eine ganze Weile für sich. Geh mal direkten Weges runter. Ich will wenigstens noch ein paar Sandstein finden. 4 Stück, dann haben wir, glaube ich, genug für die Glasscheiben. Und an der Stelle, da kann man ja bestimmt mal reingucken, ob es da flach ist, weißt du? Langsam, du bist schon wieder eine Weile gelaufen, dann müsste jetzt jeden Moment wieder Tier auftauchen irgendwo. Nö. Ach schön, guck dir mal das Land an. Ist schon schön. So, Wolf zur Rechten. Hier ist nichts außer eine Kiste. Die hole ich mir. Jo, dann laufen wir halt ein bisschen in der Dämmerung zurück. Was macht ja nichts. Guck mal. Okay. Gucken wir mal ganz kurz durch. Ich sehe gar nichts. Ich sehe hier spontan nichts und da ist es leider auch nicht so flach, wie ich gehofft hatte. Wenn jetzt der Blitz einschlägt hier. Ich tauche da mal so ein bisschen entlang. Wird es immer tiefer hier in der Ecke. Immer gibt es doch auch dieses eine Ding. An der BKE, glaube ich, konnte man das bauen, gell? Und da stand was dabei für Tauchequip. Vielleicht sollten wir uns das mal angucken, genauer. Weißt du? Vielleicht kann ich mir da was bauen, dass ich hier mal in die tieferen Stellen gucken kann irgendwann. Da ist jetzt irgendwie gefühlt gar nichts, leider. Außer halt die Sachen hier. Ist da vorne was? Naja, wenn nicht, guck mal auf jeden Fall bei uns am See nochmal. Spätestens morgen müssten wir das halt irgendwie zusammenkriegen, denke ich. Kiste nehme ich natürlich eher mit. Da wäre ein Erz, das lasse ich. Ich hätte runter sollen an einen alten Platz bei uns, oder? Wo wir die Dings geholt haben gestern, die eine Muschel noch. Auf der anderen Seite sind wir mal wo wir nicht so oft sind, weißt du? Schöne Runde, waren wir unterwegs, gefällt mir gut. Und die Taschen sind voll mit Nägel und allem, das ist ja auch schon mal... Guck mal, brauchen wir ja auch zum Bauen, ne? Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, wo ich bin ungefähr. Ja, das könnte man noch abtauchen, dieses Stück. Wie gesagt, da wo es so tief ist, gucke ich erst gar nicht. Komme ich nur wieder in die Bredouille. Da unten ist Sandstein, ne? Allerdings glaube ich, ist der sau weit unten. Das ist mir zu tief. Da brauche ich Ausrüstung. Machen wir noch die Bucht klar und dann gehen wir heim. Machen wir noch die Bucht klar. Wie gut, dass wir es entschieden haben. Sehr schön. Ey, das könnte eventuell unser letztes Glas. Ah ja, ist es das, ne? Wie gesagt, ich habe daheim in der einen Kiste noch welches gehabt. Dann würde ich sagen, schnurstracks halb das Zeugs durchgejagt, noch die Fenster gebaut und dann haben wir sie fertig. Dann hat alles, was jetzt momentan ein Loch hat, ein Fenster. Ja, komm, machen wir nicht lang rum. Jumpen wir direkt nach Hause. Ich nehme schon mal die Waffe in die Hand. Bleiben wir nur noch für Kisten stehen, oder? Und halt für so Sachen hier. Die esse ich gleich. Ich habe ja eben Mangel gerade. Passt. Auf geht's. Ist noch mir noch ein Stück. Schubdubidubabdu. Nehme ich natürlich mit. Da schneide ich nichts bei dem Spiel, weil da kann mit jeder Ecke der Tod auf dich lauern. Und es ist schöner, wenn man das gemeinsam angucken kann, als wenn ich es erklären muss, warum meine Balken da unten schon wieder weg sind. Jetzt muss ich. Jetzt habe ich schon gepult. Außerdem brauche ich ja auch wieder Sprit und so. Gar nicht gut. Muss echt warten bis kurz vor knapp. Und was habe ich? Eine Infektion natürlich, ne? Wie gut, dass ich dich mitgemacht habe, Digga.
Wie gut, dass ich dich mitgemacht habe. Ich glaube, eins haben wir noch daheim. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Vorne liegt eine Kiste, die hole ich. Scheiße. Naja, aber wir hatten ja schon lange keine mehr. So. Jetzt hoffen wir, dass wir nirgends mehr reingeraten. Oh. Hä? Das ist aber nicht unser Nachbar, oder? Ah doch, ich glaube. Vorne, ja klar, ich hält. Ich bin bei denen auf der Seite. Naja, ist aber gut, dann sind wir ja gleich daheim. Ich dachte, wir sind weiter weg gewesen. Ah, da kommt sie durch. Ich glaube, ein Infektionsding haben wir noch zu Hause. Wir gucken gleich, wenn wir es wissen. So. Erstmal das Glas gleich reinhauen. Spontan habe ich jetzt hier nichts mehr gesehen. Reh ist gerade weggehüpft. Aber das hätte. Das Erz lasse ich jetzt auch Erz sein. Ich repariere uns jetzt erstmal kurz. Schön! Gemütliche Runde. Bisschen weh, die Scheiben sind hier drin, ja? Oh, die muss ich natürlich gleich holen. Angler? Sehe ich keinen. Hä? Schön viel Loot haben wir gefunden. Und zwar noch nicht mal die Absicht, ne? Guck mal. Fast 40 Nägel heimgeschleift. Das ist Wahnsinn. So der Abendspaziergang für meine Süßen. Und ab dafür. Viel Spaß. Jetzt gucken wir erstmal kurz. Sogar zwei Gegenmittel hatten wir. Hier. Jetzt pass auf, wo habe ich denn die gesehen, nicht, dass ich da Scheiße gesehen habe. Hier sind sie, vier Stück. Und eine hatte ich, glaube ich, durchlaufen, sind fünf. Ja. Und wir brauchen insgesamt für die zwei letzten Scheiben die zwei Dinger. Eins zusätzlich, das machen wir gerade. Die haben wir und zwei Kleber. Das müsste alles da sein. Einmal so. Huch. Einmal Eiweiß. Das machen wir jetzt noch zusammen, dann ist das erledigt. So, hier. Gleich mal aufrichten. Wollte ich gerade sagen, da oben ist ein, fehlt ein Element, aber das ist die Scheibe. So, eine da dazu. Oh, mir geht langsam die Shotgun-Muni alle. Mir geht langsam die Shotgun-Muni alle. Mache ich mir mal noch eine. So. Fupp. Hier ist dann soweit alles klar. Das esse ich. Das auch. Dann muss ich nach meinen Hühnchen gucken. Demnächst müssen wir wieder eine Lebensbaumtour machen, gell? Ja, geht euch auch langsam das Zeug aus, gell? Ja, ist mir schon klar. Jetzt sind sie ja noch zu zweit. Nächste Tomatenernte, dann ist das Thema auf dem Tisch. Okay, jetzt haben wir insgesamt die. Wie lange ist das hier noch am Laufen? Müsste doch gerade aufgehen, oder? Zwei Stück brauche ich. Ja, es wird schon hinaus. So, zack. Wollen wir das noch gemeinsam arbeiten oder wie machen wir es denn? Ja, komm, wir gucken noch kurz nach den Fallen. Ich muss ja jetzt noch nicht ausmachen. Das Erz habe ich gesehen, das lasse ich jetzt aber erstmal liegen. Die ist noch beködert. Und dann bin ich gespannt da hinten. Die ist nicht befüllt, sehr gut. Brauche ich mich auch nicht kümmern. Nee, jetzt wollte ich schon, jetzt habe ich schon einen Namen auf der Zunge gehabt. Ich darf nicht. Ich darf nicht, Leute. So. Also, um was geht's jetzt noch? Öfen noch kurz nachfüllen. Habe ich jetzt nicht ein Gramm Holz mit, gell? Habe ich jetzt nicht ein Gramm Holz mit? Ah ja. Jetzt warte mal. Wir machen noch die Scheiben rein, dann sehen wir es nämlich morgen auch gleich, wie es aussieht. Thank you.
So. So. Hier ist das letzte. Beziehungsweise, waren es 4 Stück, ja, pro Scheibe? Jupp. Aber schön, es hat dann genau gereicht. Also, dann räume ich in der Zeit noch kurz hier ein bisschen das Zeug weg, dass ich einen Überblick habe. Holz wieder zurück. Dann haben wir auf jeden Fall die Sachen gewonnen heute. Sehr gut. Da kann ich dann wieder ein paar Seile davon machen. Perfekt. Die Geschichte. Dann habe ich noch was für die Kühli. So, dann kann ich heute Nacht wieder ein bisschen was rauskochen. Im Moment ist er ausgegangen. Perfekt. Dann gönnen wir uns das letzte Glas. Halt. Und ab dafür. Das war's. Kann ich 2 Scheiben herstellen, dann haben wir das heute erledigt. Die 2 Kleber. Die 2 Kleber. Das ist auch erledigt. Hier sind auch nochmal 2 drin. Also hätte ja dann auf jeden Fall gereicht. So. 1, 2 Scheiben für oben. Perfekt. Bis die durchlaufen sind, noch kurz die Erze hier runter. Wobei Eisen lasse ich durch. Brauchen wir eh bald wieder für den nächsten Dietrich. Das haben wir dann hier, das haben wir hier. Kartoffelsamen. Das hier, die ist noch geladen. Deswegen kommen die jetzt hier rüber. Sehr schön. Und im Prinzip. So. Das war's. Das war's. Komm, wir gehen sie einbauen. Unglaublich. Vor ein paar Folgen habe ich noch gesagt, ich kann jetzt nicht geschwind ein paar Fenster da reinmachen. Und jetzt haben wir es tatsächlich fertig. Überall Scheiben drin. Könnte man natürlich auch von außen reinsetzen, dann würden sie nach außen aufklappen. Aber da habe ich im Moment noch keine Schwierigkeiten gehabt, von daher. So, Leute. Hier ein Beet voll. Muss ich jetzt dann natürlich gießen. Ah ja, richtig, die machen wir uns jetzt auch noch. Und dann gehe ich rüber in die nächste Folge. Nehmen wir an, dass wir noch eine März-Folge machen, ne? Bevor wir dann tatsächlich im richtigen Frühling ankommen. 2 Seile. 1, 2. 1, 2, 3. Und die 4. Flasche. Und dann ist das Thema nämlich erledigt. Dann kann ich mit 4 Flaschen hochgehen gießen. Ja, das Licht wieder an. Ist mir schon klar. So, kurzer Augenblick. Perfekt. Das war's. Das nächste, was jetzt wichtig wäre oder was schön wäre, wären noch ein paar Zahnräder. Dass wir uns nochmal einen Sprengsatz bauen können. Naja, gucken wir mal, wie der nächste Loot-Ausflug läuft. So, die 3 mache ich jetzt hier rein. Morgen geht's dann weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Aufgeräumt haben wir alles soweit. Vorbereitet für die Runde Zimmer. Gute Nacht, Hühnchen. Und gute Nacht, Community.